Sehr schön. So. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? So. Da gehen wir gleich rein. Für mich erstmal oben noch mal ganz kurz umschauen. Tut mir leid, aber der Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Ich bin kein Zivilist. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Ich bleibe so lange mit Gaga. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Geheimclub Mondscheinhau. Die haben alle Glatzen. Root, erklär du es ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier Rudy Root. Erst er hieß Root. Das war gar nicht sie. So steht es in den Regeln. Also? Ich glaube, wir gehen wieder. Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment. Nein. Dieser Mann ist unser Kommandant. Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir! Okay. Hier darf die Kopfhaut frei atmen. Nur was glänzt, ist wirklich gut. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Wer hier trinken will, muss sich von seinem Helm verabschieden. Und von seinen Haaren. Ja, Katzi, bitte setz dich. Dankeschön. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Mir fehlen noch zwei. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Zum Wohl! Hä? Da vielleicht noch? Hier vielleicht noch? Ja. Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, werde ich zur Spezialeinheit, die Evelyn stinkfest machen soll, versenden. Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Jawohl! Jetzt fehlt mir immer noch eine. Wo soll denn die letzte sein? Die Frau in dem schwarzen Hut. Sie sieht etwas betrübt aus. Ich würde sie ja wirklich gerne ansprechen. Bist du auch in der Parade drin? Wo soll denn die letzte sein? Sehe ich die hier irgendwo? Aber ich war doch überall, oder? Irgendwie rechts? Draußen irgendwie rechts? Oh Gott, wie viele hier rumstehen. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an! Zum Oh nee, das sind ja die... Wo ich hier denn hin soll? Aber wo ist denn der Rest? Sagt mal, ist das da Barrett? Ja, der ist Matrose. Ach, wie süß. Du da! Was denn? Ich bin doch nur ein Matrose in Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Und ein Haken. Ha 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 ha!
sei das? Erschreckt mich doch nicht so. Hey, Barrett. Hm? Ahoi. Lacht nicht, denn was anderes habe ich nicht gefasst. Macht doch nur Spaß. Ich habe einen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch hat wohl auch alles geklappt. Ja, läuft besser als gedacht. Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Wo ist denn die 10? Doch alles abgelaufen. Ich hab doch alles abgelaufen. Das finde ich frech. Ist hier drinnen noch einer? Nee. Finde ich blöd, ich bin noch alles abgelaufen. Hier hatten wir welche. Da waren wir ja auch. Hier könnte ich mich ausruhen, wenn ich möchte. Mir fehlt eine Truppe. Nein. Sie wirken aber äußerst motiviert. Wo ist die letzte Truppe? Where's the last one? Yeah, that's the question. War ich doch aber auch, oder? Ja, hier oben war ich auch. Da werden die Mädels geholt. Hier war ich noch nicht. Zweigstelle, hier war ich nicht. Aha. Aha. Oh. 1500 Gil. Da sind sie. Die spielen Karten. Information unschlagbar sind. Schon. Ach nee. Kommandant? Sir. Die machen Strategiepläne. Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Hab sie gefunden. Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Ja, keine Ahnung. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Genau. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Haben wir nicht. Verstanden? Dann raus mit euch. Jawohl! Ich hab sie alle. Jawohl, du hast alle Einheiten gefunden.
Hier gab es noch eine Treppe. Wo ist denn hier denn? War ich hier oben? Hier oben war ich schon. Ich bin hier nur nicht weitergelaufen, kann es sein? Oder? Oh, hier gibt's Katzis. Hallo, meine Knuffelmuffel. Oh, hallo, meine Knuffelmuffel. Oh nein, was machst du denn hier? Oh, hallo. Kann ich helfen? Nein. Läuft. Cloud? Wie siehst du denn aus? Nein, warte. Sag nichts. Sicher gibt es einen guten Grund, warum du die Uniform eines Gardisten trägst. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr darüber weiß. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein, Kommandant? Es gibt noch viele weitere Phänomene. Hier oben war ich tatsächlich noch nicht. Ja gut, aber dann habe ich das jetzt auch gefunden. Okay, dann hätten wir alle. Dann lerne doch. So, ich mache hier erstmal Rambazamba. Ich bin wütend, weil ich die alle nach Hause bringen musste. Tschüss, 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 tschüss. Alle beisammen! Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Oh, nice, I will watch this, in the cold gym. Ja, dann, have a good time in the gym. Ich möchte die Formation ändern. Ich möchte noch etwas üben. Good luck, await. Arrange your squad. Yeah, I just get it. Oh fuck. Dann leg mal los. Fuck. Nein, nicht nochmal! Das wollte ich nicht. Aber beim nächsten Mal. Gott, leg mich doch. Okay, so if you want to win, then you need the right squad. Yeah. Hopefully I come back. Sehr schön. Achso, ich muss ja mehr drücken. I didn't make a squad. Ich möchte die Formation ändern. Okay. Oh, that, ja. Yeah. Darbietung, Schwierigkeit 1. Yeah, let me just try. If I get the right thing. Mausi, was machst du hier? Ja, ich bin da und ich streichel dich. I want to try on my own to find the right one. I think these are all 3 stars, so I think it's right. Kann ich mir das anschauen?
Das muss ich alles durchspielen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Möchtest du noch etwas üben? Na dann, auf geht's! Und es ist jetzt einfach nur wieder die gleiche Formation. Ah, es ist einfach nur wieder die gleiche Formation. Bereit? Verdammt. Dann leg mal los! Ich habe gedacht, wir üben jetzt das. Kann ich das abbrechen? Naja. Immer weiter so. Nicht schlecht. So, komm, wir versuchen es jetzt mal. Ich werde es einfach vermasseln. Ach du Scheiße. Siebte Infanterie mit Gas! Achtung! Achtung! Hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Für Midgar. Vertrau mir. Wir werden den Sieg davontragen. Und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist... heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Jawohl! Niemand kann uns schlagen! Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Kommandant, es wird Zeit! Good luck, John. Thank you! Oh mein Gott. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir. Aber warum? Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit.
Hier entlang. Hallo, wir befinden uns hier in Nord Junon. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel. Alte Bereiche, Perfektion auf zwei Rädern. Nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. So, jetzt hören wir alles richtig schön versemmeln. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgard zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgard. Ich habe Angst. Das ist unfassbar schlecht. Da ist noch Luft nach oben. Die Truppe wird völlig kopflos. Letzte Darbietung. Los! Hä? Sie machen sich nicht schlecht. Aber das geht noch besser. Was war das denn? Kann ich das wiederholen? Mein Gott! Kompanie! Halt! Erste Darbietung! Los! Mir fehlt es ein wenig an Geschwindigkeit. Welch leichtfüßige Bewegungen! Formation! Ich hab gedrückt! Das war zu langsam.
having fun, not really. Was ist Stress? Das ist ja voll stressig. Oh, noch eine, oh mein Gott. Ich hab gedrückt. Sieht doch ganz passabel aus. Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Ganz und gar fantastisch. Die Kommandos sitzen perfekt. Kompanie! Einwandfrei aufeinander. Formationswechsel! Knackig und zackig. So soll's sein. Welch leichtfüßige Bewegungen. Was? Warum ist das so schnell? Los. Did enough? I have no idea, Duncan. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarz. I will go to gym after a sign. We will see. Die Pause ist um. Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Siegerehrung. Alle mal hergehört. Dank eures tapferen Einsatzes war diese Parade ein voller Erfolg. Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Okay. Oh Gott, ist aufregend. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... die überragende Motorradstaffel. Schiebung! Schiebung! Der Oberkommandant! Okay! Ja.
Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr von Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken wir seiner daher zuerst. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Wie da hinten einfach in Zeitlupe springen. Und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Das heißt einfach nur Krieg. Und noch mehr Krieg. Und noch viel mehr Krieg. Zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an die 7. Infanterie Midgars. Juhu! Bye bye, have fun und gute Stimme. Ich glaube, ich hätte einfach alles auf ganz einfach stellen müssen, damit ich das gewinne. Das muss ich auf Fähre stellen dürfen. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Das ist ein Befehl. Ich hab's durchschaut. Hat ihr Beruf auf dem Zettel für Aktivisten ausgewählt? Sie kommen zu ihm nach vorne. Achtung! Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgars. Glückwunsch! Und da stehen sie nun. Wie stolz sind sie die Waffe? Ich möchte etwas mit den dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir! Los! Bewegt euch gefälligst! Dass sie durchlaufen haben? Und dass es sich am Ende ausgezahlt hat? Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Warte, dort. Hey, hey, was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Doch. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch...
zurück. Aber Sir, das... Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Wieso glaube ich denen nicht, dass er uns nicht mehr verfolgt? Hier geht's nach oben. Sind wir jetzt Yuffie? Cool. Aber hier mache ich jetzt erstmal eine Pause. Das ist voll cool, dass wir mit ihr jetzt spielen können. Wie nice. So schön wieder sie zu spielen. Warum kommt das Alpha-Band? Wow. Ich will es eigentlich nur von oben anschauen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte einfach die Parade einfach ganz einfach gestalten müssen. Dann hätte ich das bestimmt auch ohne Probleme geschafft. So. Scheiße. Hast du gesehen, wo die Ninja-Göre hin ist? Keine Panik. Wir finden sie. Die Ninja-Göre. Ach, Barrett. Du mit deinem Matrosenkostüm. Voll knuffig. Das ist meine Rache. Shinras neuer Direktor sieht ziemlich weit entfernt, um ihn zu steht ziemlich weit entfernt,
Um ihn zu treffen, wirst du äußerste Konzentration benötigen. Fokussiere deinen Geist, indem du mit L die Zielkreise in Einklang bringst und mit X bestätigst. Diesen Vorgang musst du wiederholen, bis deine Hand ruhig genug für den entscheidenden Wurf ist. Konzentrier dich, Yuffie! Dann haben wir eine Abmachung. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Hujo auf den Fersen sind. Ja, ihr habt mein Wort. Ah, okay. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Mann! Fuck, ich bin zu spät. Mann, ich bin immer zu spät. Oh nein. Nochmal. Okay, ich kann das schaffen. Mann! Ah, jetzt. Okay, verstanden. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Genau so. Jetzt kommt's drauf an. Geschafft! Tu das nicht! Runter! Wachen, sofort hierher! Darf ich das als eure Antwort verstehen? Nein, das war... Keine Ausreden. Das bereut ihr noch. Ach, Yuffie. Weg hier! Los, sofort alles absuchen! Findet den Attentäter! Das war Yuffie, oder? Ja. Was jetzt? Jetzt sitzen wir in der Kacke. Wir müssen verschwinden. Cloud! Was ist mit Rufus? Abgehauen. Und was jetzt? Ich habe die Schwarzgurken gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher. Die Stadt ist abgeriegelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier und kümmere mich um die 7. Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja, so komme ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Sir, Befehle? Ich habe Neuigkeiten. Der Attentäter flieht Richtung Südjunon. Nehmt unverzüglich die Verfolgung auf. Ich informiere inzwischen die anderen Einheiten. Nicht so gut, Sir, aber... Der Attentäter und seine Gefährten besitzen Shinra-Uniformen. Sie haben sich wohl getarnt, um nicht aufzufallen. Allein ist es zu gefährlich. Wir müssen zusammenhalten. Die 7. Infanterie mit Gas lässt niemanden zurück. Okay. Aber... Der Feind ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Okay, danke. Vertraut ganz allein euren Kameraden. Aha. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Südjunon. Mir nach. Jawohl! Fünf Elite-Kämpfer der 7. Infanterie mit Gas schließen sich dir auf deinen Weg zum Hafen von Junon an. Um ihren Kommandanten zu schützen, stürzen sie sich unerschrocken in den Kampf. Selbstverständlich erleiden sie dabei genauso Schaden wie du. Im schlimmsten Fall bis zur Kampfunfähigkeit. Achte auf ihre verbleibende TP und rette so viele deiner Männer wie möglich ins Ziel. Okay. Meine Katze gerade was runtergeschmissen? Einen Moment. So.
gerichtet. Hier wollen wir eine Analyse drauf lassen. Das war abzusehen. Okay, konnte ich nicht mehr analysieren. Ist doch fein. Genau, zeig's mal den Leuten. Hat er wohl inzwischen unsere Ränge infiltriert hat? Das würden wir niemals erlauben. Jawohl! Das würden wir niemals erlauben. Christa! Mal ein bisschen heilen. So gut wie er die Hände füllen nach oben. Hammer Blitz. Sehr gut. Jetzt oder nie. Das war's. Hochspannung. Bring es hinter uns. Das war's. Ist da noch einer? Hab ich gar nicht gesehen. Sehr gut. Das war's.
hab genug. Mal ganz kurz mal analysieren. Bin mal so frei. Ja. Ich das natürlich wusste. Ja, genug. Das war's. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Gucken wir das. Die sehen alle noch relativ gut aus. Sie alle nicht. Interessant. Da wird das wieder eigentlich ein von eins. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Aus. Okay. Das war ja so klar. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Zurück. Sir. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik! Oh mein Gott. Oder geht ab. Ja.
Aua. Schauen wir uns das jetzt mal an. Feuer war gar nicht. Wollen wir mal. So, und nochmal Feuer drauf. Ich kann euch nicht hören. Also, wie klar, dass es nicht bei der ersten Runde bleibt. Motorrad auch umgehen könnte. Ja. Komm, gib mir das Schwimmer bei uns mit Phoenix. Was, echt schon? Du wirst mit jedem unserer Treffen stärker, mein Freund. Wer ist der Nächste? Na, na, das war ein Kampf nur zwischen uns beiden. Mein Freund verdient einen... Oh ho. Das heißt nichts Gutes, oder? Du führst deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund. Auch ich habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist. Du verdienst Respekt. Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt. Oh oh. Das ist für dich. Oh, Schlüsselanhänger? Plüschtier? Und nun, hau schon an!
Lässt uns einfach gehen? Sicher? Klar, ich komm dir nach. Versuch's doch. Der lässt uns einfach gehen. Ich wünsch dir eine angenehme Reise, mein Freund. Der steht doch voll auf uns. Oder? Können wir doch gerne. So viel Loot, was ist denn hier los? Warte mal, ich guck mal ganz schnell, ob ich irgendwas synthetisieren kann hier. Ah, okay, kann ich gar nicht. Wir werden hier gerade zugeballert, was ist denn los? Alles schon. Aber das, was gelb ist, ist das, was wir noch einsammeln können, glaube ich, oder? Ja. Okay. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist... Ein Freund? Ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Oh. Oder könnte es sein... dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid. Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben! Bitte verzeihen! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Noch wieder? Ja, sicher. Oh Gott, die sind ja irgendwie goldig.